Jo Leute, ich habe noch nie in meinem Leben getanzt. Ja, ist vielleicht ein bisschen gelogen. Ein, zwei Ausnahmen gibt es. Ich muss aber anerkennen, wir leben in einer Zeit, wo Just Dance olympisch ist. Da bin ich natürlich sofort dabei. Und auf TikTok Millionen von Aufrufen getätigt werden, wo die Leute krass abdancen. Heute ändern wir das. Ich lerne tanzen und es wird wild. Und dafür habe ich mir den besten Mann geholt auf der ganzen Welt. Und zwar Detlef die Soos. Ich dachte, ich versuche mal ein bisschen so cool so reinzukommen. Detlef, du machst mich heute zum Star-Tänzer. Wir gucken doch heute, wie viel Star-Appeal in dir steckt. Ja, ist cool. Erstmal pam, 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 du tanzt mal eine Runde, zeig mir mal, was du so kannst. Und dann weiß ich so ein bisschen, in welche Richtung es geht oder nicht. Mit Musik, ohne Musik? Oder? Naja, ohne Musik wäre auch... Ich habe ja noch nie getanzt. Ohne Musik ist auch geil, ohne Musik tanzen, kannst du deinen Namen tanzen und so. Das kann ich wirklich. Waldorfschüler, ja. Also das ist das M, M. Das ist das A, A. Das ist das X. Jetzt im Ernst, oder ja, was? Ja, ist kein Witz. Alles klar, Detlef. Oh, puh, ja. Das würde ich jetzt gerne mal lernen. Jetzt lerne ich mal kurz von dir. Ja, pass auf, das ist D, D. D, alles klar, geil. D. E. E. T. T. L. L. Detlef. Ja. Mega, jetzt habe ich schon mal von dir gelernt, mein Lieber. Ja, so, jetzt machen wir mal Musik an und du hüpfst mal eine Runde, oder? Ja. Ich bin gespannt. Eigentlich nicht so schlecht. Er denkt, er ist scheiße, aber er ist gar nicht so schlecht. Du denkst, dass du scheiße tanzt, aber du hast ein gutes Gefühl, du hast eine gute Koordination. Und woher hattest du denn diese Breakdance-Moves da? Ich war mal auf einer Kinderfreizeitfahrt und da gab es einen Tag Crashkurs. Breakdance, da war ich so 12. Wenn ich dich bei Just Dance erfolgreich performen lassen will, ja, dann musst du exakt in den Bewegungen sein. Mach mal die Beine weit. Ja, und jetzt crossst du mit dem rechten Fuß den linken. Tack. Genau, schon mal nicht schlecht. Und jetzt mach mal Folgendes. Das, was bei dir noch fehlt, und das hat man auch bei den Bewegungen gemerkt, Max, ist Spannung. Ach, hier. Ja. Ah, jetzt ist schon. Ja, genau. Fest. Hit, hit. Ja. Tack, dreh dich ein bisschen. Dreh dich da. Ja, genau. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Arme sind gut. Versuch hier noch ein bisschen fester zu sein, ja? Kneif die Arschbacken und die Bauchmuskulatur am Ende der Bewegung immer zusammen. Wie beim Bogenschießen. Mach ich. Wahrscheinlich. Jetzt ein bisschen Beinarbeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, aber Spannung ist gut. So, jetzt machen wir beide. Hast du drauf, Max? Ja. Wir machen den. Boom. Boom, boom. Jetzt gehst du danach doppelte Geschwindigkeit, damit man ein bisschen Effekt hat. Boom, 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 boom. Ba, ke, ka, ke, ka, ke, ka, ke, ka, ke, ka. Okay? Ah, du machst das gut. Ist gut. Ich würde dich gerne anmeckern und anscheißen, aber... Ich hab mich so gefreut. Ferner Spandau und kann Max richtig rund machen, weil er sich komplett überschätzt, dachte ich, und nichts kann. Ah, da habe ich die Rechnung ohne ihn gemacht. Man braucht mal so einen Moment, wo man Ventil hat. Ja, wo man, so ein dankbar, wo man seinen eigenen Frust... Ja, so, aber das machen wir heute die Dance Moves, Detlef. So, 5, 6, 7, go. Okay. Sorry, hab dich einmal gehauen, aber war nicht. Du wolltest mich einfach anfassen, ja, hab ich schon gemerkt. Ich hab noch viel zu verarbeiten, aber. Ist doch scheißegal, du bist am Anfang. Also, wenn ich jetzt hier dein Gaming-Dings irgendwie sofort würde. Mal machen. So, da bin ich raus. Wir brauchen ja harte und weiche Bewegungen. Will ich Bodywave von dir haben? Okay. Bei was? So, wow, schack. Und das ist jetzt ein Ding, Freunde. Ich weiß nicht, warum das so ist, anatomisch oder körperlich. Aber wenn ich Männern die Bodywave so zeige, Womb, an Ende immer so. Down, ja. So, womb, down. Also von oben nach unten. Machen Männer die immer so. Womb. Womb. Machst es teilweise mit 1000 Leuten. Davon ist die Hälfte Männer.
Und die Frauen alle so, wow, wow. Und die Typen so, wow, wow, ich bin so krass. Guck mal, Oberkörper da lang. So, folgendermaßen erklärt man eine Bodywave oder erkläre ich eine Bodywave. Erstens, du kriegst einen Schreck. So, dann merkst du, ja, du krasser Typ, du hast, danke, nochmal. Ja, ja, sorry. So, jetzt merkst du, ist nicht so schlimm, lässt die Luft hier raus. So, dann gehst du hier rein in den Bauch und jetzt aus dem Hintern und wieder hoch. Und down. Hoch und down. Okay, also ich habe ja gesagt, du kannst so die Dinge, jetzt kommen wir schon mal an unsere ersten Grenzen, wa? Bei euch, beim Namen tanzen, seid ihr die ganze Zeit smooth. Weich und so, weißt du? Und wir machen hart, hart, weich. Wobei das K ist auch mal so, dann geht's nicht rein. Ein bisschen karatemäßig, ja? Ja, das ist halt so mit Klavierbegleitung oft. Und dann ist so. Gibt's auch. Ist kein Witz. Ich verarsche dich nicht. Ich habe ein Video online, wo ich Eurythmie mache. Kannst du angucken. Ich glaube dir, ich habe nur ein bisschen Angst davor. Guck mal, deine Performance ist dann zu Ende, wenn die Choreo zu Ende ist. Ja, aber du steigst mit dem Gesicht, Face, ja, steigst du vorher aus. Das heißt, du bist hier, du bewegst dich hier zwar noch, aber das Gesicht macht schon so. Fuck! Ja, komm nicht gut rüber. Du hast dich verloren. Aber geil. Aber jetzt find dich wieder. Ja, ja. Schau mal, wenn der Zuschauer dich sieht, und deine positive Ausstrahlung hier sieht. Und ich muss lachen, muss er auch lachen. Muss er auch lachen und du hast ihn. Das ist mein ganzes Konzept, Deadlift. Du hast es gerade auf den Punkt getroffen. Ich hab das jetzt auch verstanden. Ja. Jetzt möchte ich, dass du das Ding performst, nicht als wenn du von jemand anderem eine Choreo nachtanzt. Als ob das meine wäre. Richtig. Verkauf es, genau, verkauf es. Wenn du die Bewegung machst, genau, ja. Ausstrahlung, dann so, wow, oh, boah. Ja, so, ja. Das will ich sehen. Ja, genau. Genau, das will ich haben. Volles Mindset-Coaching. Jetzt geht's ab. Es geht ab. Hit, 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 hit. Genau, genau. Aha. Zack, 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 zack. Face, genau. Und ich bin auch oft, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, bin auch oft an einem Punkt, wo ich merke, boah, ist jetzt auch ein bisschen cringe, ne? Wenn ich so richtig folge, was du vorhin meinst, so richtig einfach ein bisschen mehr. Mhm. Ja, aber das ist das, worum es geht. Weil, weißt du, nee, weil du bist, ansonsten ist es einfach nur tot. Ja, ja. Und wird ja nur schlimmer dann. Also ist bist ja halt du oder deins. Ja, bleib drin. Oder? Pass auf, folgendes, jetzt machen wir folgendes, damit ich sehe, dass das koordinativ ein bisschen schneller in dich reingeht. Die Musik wird schneller. Gleiche Choreo, schnellere Musik, okay? Klar. Wie viel schneller? Wirst du sehen. Ich hab schon wieder Start. Nee, komm, push dich, Max. Push dich, Max! Bodyweight vorne. Freestyle and go. Choreo 5, 6, 7, 8. Hey, geht schon weiter mit. Komm, 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 übel schnell, weil Instant Freestyle aber vorbei gut, auch. Gut, gut, atme mal. Atme mal. Trink was, atme. Pause. Ja, ja. Wir haben ja drei Komponenten bei der Performance. Wir haben die Bewegung, da bist du ganz gut drin. Dann haben wir Face. Gibt Licht und Schatten, aber bist du auf dem Weg. Jetzt Outfit. Mach mal, zieh das mal aus und tanz nochmal und du wirst merken, es hat nochmal einen anderen. Also einen anderen. Ich bin vorbereitet. Fact. In der Hose oder raus? Frag mich mal, wie ich's. Ich würde es raustragen. Echt, ja? Ja, weil ich finde, so in die Hose rein ist so ein bisschen unsexy, oder?
Also was willst du denn damit jetzt sagen? Ich komme mir da so hölzern vor bei dem Ding. Mhm. So. Und dann auch mit langer Hals und... Naja, weil du machst natürlich viel mehr, als du machen müsstest. Also guck mal, du machst so. So, das machst du da unten, machst du irgendeinen Scharfschläg. Ja. Normalerweise nimmst du ja den Kopf mit, ja? Aber du, ich weiß gar nicht, wie du das machst, das musst du mir mal beibringen. Irgendwie so. Ja, so! Ja, ich meine ja dies. So machst du, so. Oh, ich hab Muskelkater, so, weißt du? Erst fallen. Aber ist es, du hast doch immer so Schultern mitgenommen. Nein, ich nehme die Arme mit, Max. Die Arme sind was anderes als die Schultern. Nimm mal die Arme hier hoch. So. Und jetzt machst du so. Wow. Was mit dem linken? Wow. Wow. Ah, ah, ah. Von hier. Jetzt mit Oberkörper. Wow. Hier ist mein Arm. Ah, ah. Jetzt andere Richtung. Nimm den Arm hin. Wow. Wow. Gut, also das ist eine Bewegung, da brauchen wir noch ein bisschen, aber der Rest ist gut. Wir gehen jetzt rüber zu Just Dance. Ich wollte schon fragen. Naja, da ist die Antwort. Weil, ja, geil. Ich habe aber auch jemanden mitgebracht. Nee. Ja. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Wir präsentieren stolz für unsere Just Dance Competition Nadine Britti! Ich bin heute extra aus Rostock für diesen Boomer hier angereist, der offensichtlich eine echt krasse Midlife-Crisis hat. Und dieser Boomer, wir präsentieren ihn stolz, ist Hand of Blood! Nadine ist die Nummer 1 auf TikTok. Ich habe eine Stunde geübt im Tanzen, für sie reicht's. Ich gebe heute Vollgas, keine Kompromisse mehr. Und warum nennst du ihn Boomer? So, fairer Wettkampf zwischen euch. Gebt alles. Mega der Bessere gewinnen. Also, los geht's. Zeig, was ihr drauf habt. I put on my ice, ice, baby. Now I'm back home. And my friends got shady. Time to let go. Everybody tried to play me. I was like, whoa. Young, young, hot. Need to stop, drop it, bro. Stop, bro. Stop, drop, bro. Noch Max, gib Gas. Stop, bro. Ah. Nadine ist gut drin, die float. Stop. Und bleib drin. Sind beide gut drin. Sehr gut. Du hast 2 Sterne, Max. Was heißt das? Hab beide gerade einen Perfekt bekommen. Komm, drin bleiben. Jetzt haben beide 2 Sterne. Oh, oh, oh. Das wird knapp, Freunde. Oh, komm, Baby! Komm. Ah, du hast einen verpasst, Max. Komm, drin bleiben, beide verpasst, komm, drin bleiben. Max, noch mal mehr Gas geben. Die Arme ordentlich hoch, ist scheißegal. Gib Gas. Jetzt habt ihr 3 Sterne. Drin bleiben. Du hast gewonnen. Jo, hab ich gewonnen? Ja. Du hast gewonnen? Ja! Erster, zweiter. Also, das war Nadine, große Performance. Max, wie ist das denn möglich? Abgeliefert. Ey, well played.
super geil. Aber ihr habt beide mega gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und uns deine Nippel verborgen hast. Nicht wahr? War eine wilde Welten, die hier aufeinander trafen. Ich bedanke mich. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei Detlef vorbei, schaut bei Nadine vorbei. Ist auch, ne? Unten in der Videobeschreibung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich verabschiede mich. Wir gehen jetzt in die Eistonne, I guess. Ja. Richtig. Ciao.